Bis dann. Ja, zwei, natürlich. Ja, habe ich schon mitgenommen. Ja. Herzlich willkommen auch wieder zum Losung und Lehrtext heute. Eine Frage, die manches Mal Menschen überlegen und auch stellen, ist die Frage nach Gerechtigkeit. Was ist gerecht? Und oft hört man die Bemerkung, das ist aber ungerecht. Und vieles, wenn man in den Nachrichten hineinhört und schaut, da merkt man auch, was da an Ungerechtigkeit sich da abspielt. Ein Grund, warum viele Leute gar nicht mehr die Nachrichten schauen möchten, weil einfach so viel Ungerechtigkeit sichtbar gemacht wird. Auch vieles, was auch unsichtbar ist. Aber es gibt eine Gerechtigkeit, die von Gott kommt, Gottes Gerechtigkeit. Und die ist von einer völlig anderen Art als wie die menschliche Gerechtigkeit. Und wir hören heute im Losungstext, was der Daniel dazu sagt. Der sagt, der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Daniel 9, Vers 14. Also Gott ist gerecht im Gegensatz zu anderen Menschen in allen seinen Werken, auf all seinen Wegen. Da gibt es gar nichts, was bei Gott ungerecht sein kann. Ich weiß, manche mögen das ganz anders sehen und empfinden. Zum Beispiel, wie kann Gott das und dies und jenes, und dann kommt ein ganzer Katalog an Anschuldigungen Gott gegenüber. Wie kann er das zulassen? Das ist doch nicht gerecht. Aber das ist einfach zu kurz gedacht. Es ist menschlich. Da passt Gott nicht rein in dieses Bild, in diese Vorstellung. Gott zeigt seine Gerechtigkeit in einer Art und Weise, wo der Mensch wahrscheinlich es nie gedacht hätte, bis dass er sich offenbart. Da heißt es, Gott zeigt seine Gerechtigkeit jetzt, in dieser Zeit. Er ist gerecht und macht gerecht den, der aus dem Glauben an Jesus lebt, schrieb der Apostel Paulus den Römern. Die Gerechtigkeit, die vor Gott etwas gilt, ist einzig und allein die durch Jesus dem Mensch zuteil wird. Wenn er an Jesus glaubt, sich Jesus anvertraut und wenn er bereit ist, auf Gottes Wort hinzuhören, es anzunehmen, es zu übernehmen und wirklich auch ja, das als sein Lebensinhalt zu machen. Dann werden wir gerecht, wenn wir an Jesus glauben, als den, der für unsere Sünden gestorben ist, der in diese Welt gekommen ist, um Mensch zu werden, damit er die Last und Schuldfrage ein für alle Mal klärt. Weil das ist es ja, was den Mensch von seinem Schöpfer trennt und getrennt hat und immer trennen wird. Es sei, dass es gelöst wird durch Jesus. Und er hat es gelöst, indem er diese Schuld, die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen hat am Kreuz, dafür gebüßt hat, bezahlt hat. Und hat er auch gesagt, es ist vollbracht. Und jeder, der diese Tat Jesu für sich und für seine eigene Schuld und Sünde annimmt, wird durch Jesus, durch den Glauben an Jesus gerecht gemacht. Was für eine Botschaft. Was für ein Geschenk. Auch wenn wir es jetzt noch nicht so ganz und im vollen Umfang begreifen. Aber wir werden in der Ewigkeit immer mehr und mehr darüber staunen. Freut mich, dass du dir wieder heute Zeit genommen hast, dabei zu sein. Ich wünsche dir auch wieder einen guten und auch einen schönen Tag. Gell? Okay. Servus.